Ja, guter Punkt, guter Punkt. Also Röcke bei Männern. Wir gucken uns zwar nicht das aktuellste Video von ihm an, weil wir gerade herausgefunden haben, dass es Chap ist, aber das Vorgängervideo soll nice sein. Biggest four fashion trends of 2022 that you need to know about. Das war wieder ein Trends-Video. Ja, wir sliden rein, gucken uns an, ob wir noch up to date sind, ob wir unseren Kleiderschrank umrüsten müssen, weil ihr wisst, Fashion-Trends müssen wir immer mitmachen. Kein Weg dran vorbei. Auch wenn ihr es nicht feiert, Freunde, macht immer Fashion-Trends mit. Es ist sehr, sehr wichtig für euch. Versucht natürlich auch immer die drei Gucci-Pieces in diese Fashion-Trends mit einzubauen, damit ihr euch auch sicherstellen könnt, dass ihr einen guten Fit habt. Und wenn ihr immer noch nicht sicher seid, dann sollte das Outfit immer mehr als 10.000 Euro kosten. Deswegen gucken wir mal, ob wir da schon auf der richtigen Fährte sind. When it comes to trends, it's gotta be Balenciaga. We've seen it on a ton of different celebrities, a ton of your favorite influencers, and of course the likings from like Kanye. Ich glaube, Balenciaga habe ich jetzt schon tausendmal erzählt. Das ist wirklich krass. Das ist so krass. Ich finde das wirklich so ein Phänomen. Habe ich schon mal gesagt, Balenciaga war 2015, 2016, als Demna da hingekommen ist, den ganzen Laden auf links genommen hat, war crazy im Hype. Crazy. Allein diese Triple S-Geschichte und schieß mich tot, waren Feierabend. So, und dann irgendwie gefühlt war das. Das war so. So, irgendwie, keine Ahnung. Es hat was gefehlt. So, aber jetzt seit einem Jahr, seit anderthalb Jahren sind die wieder so, so back. Das finde ich krass, weil meistens schafft eine Brand, vielleicht siehst du das auch falsch, vielleicht ist das nur meine Wahrnehmung, aber so aus meiner Sicht haben die halt dieses Comeback gemacht, auch wenn es jetzt nicht der biggest Comeback war, aber schon so ein Comeback gemacht, und meistens schaffen das Brands nur, wenn die neuen Creative Director da reinpacken. Die sagen so, yo, by the way, wir haben jetzt einen Creative Director, und der macht dann, keine Ahnung, so einen auf Daniel Lee bei Bottega. So diese Move. So, aber da war das halt nicht der Fall, sondern Demna war das einfach. So, der hat halt natürlich auch, ne, mit Kanye so full Promo gemacht und so. Aber abgesehen davon, die Pieces sind nice. Play a lot off memes and oversized looks and silhouettes to really make it Die Boots sind auch very unfassbar. exaggerated and cause it to draw a lot of people's attention, whether it's good or bad. Würde ich auch so unterschreiben, dass Balenciaga at the moment wieder, genauso wie 2015, 2016, 2017, die einflussreichste Brand ist. Tailoring, and I feel like exaggerated shoulders has been a huge trend for this fall season. We've seen it in a ton of different brands and a ton of different Ja, okay, aber es ist auch ein Trend, der jetzt auch schon wirklich sehr, sehr, sehr lange am Start ist. silhouettes. Obviously, it's gonna be more so for your jacket. So whether it's a leather jacket, a statement jacket, a suit jacket, all of these jackets have different tailored shoulders. Now, it can either be boxier, some are more exaggerated than others, but I feel like it's definitely a thing. I also have seen a lot of our Und es wird sehr, also es wird immer extravaganter. Es wird immer, immer extravaganter. Ich hoffe, dass hier jetzt ohne Witz, vielleicht kommt sogar was zu Hosen, und dann würde es mich freuen, wenn wieder engere Hosen vielleicht mal zum Thema aufgeführt werden, weil ich bin ja immer, ja, schon sehr lange der Meinung, die kommen zurück, meine Freunde. tapering when it comes to suits and jackets and overcoats and stuff like that. I feel like this kind of plays in the silhouettes and proportions of a lot of things that are cropped nowadays. I feel like last season we seen a ton of cropping when it came to jackets, shirts and stuff like that. That now I feel like they're using that same thing but extending it to longer coats. That way you still Ja, hatten wir auch schon mal drüber geredet, dass die Sachen gefühlt auch wieder länger werden. Das ist nicht mehr, also das Cropped geht immer noch und ist auch immer noch so am Start, aber auch die langen wieder, also die Oberteile, die wieder länger geschnitten sind, sind auch wieder sehr am Start. Was weiß ich, von einem Jahr oder 2 Jahren, da war wirklich gefühlt jedes Ding cropped. Without it being two separate pieces. And the last bit of tailoring I have has got to be wide pants. Now, I know people still wear. Ja, White habe ich noch am Mittwoch gesagt, Freunde. Hosentrends, entweder wirklich dieses, nicht mehr die Represent Baggy Pants, sondern wirklich dieses weite, weite, was wir hier links sehen. So dieses Turbo-Weit. Ich nenne das wirklich Turbo-Weit. Das ist nicht mehr der Stagne-Vibe, sondern das ist der, sorry, aber das ist der Tsunami-Vibe, weil du einfach den Schuh nicht mehr siehst. So, du siehst, der Schuh ist so bulky, aber die Hose ist so Turbo-Weit, dass du selbst diesen Turbo-Balken, Turbo-breiten Schuh nicht mehr siehst. Oder
die Hosen wären wieder ein bisschen schmaler. Ich sehe richtig von skinny, so super skinny, aber schon so von eng zu laufenden Hosen. Moving on, we got prints and colors, and I feel like this is always an easy topic to talk about when it rolls around this fall winter season, because we know about the typical colors that everybody categorizes as fall winter. But we're going to talk about the ones that are important in 2022, and I feel like all black has taken the internet by storm. I feel like every designer has their own take on all black looks. I feel like the average consumer has a very easy time. Okay, aber Bro, jetzt irgendwie all black als Trend aufgreifen, weiß ich jetzt nicht so. Dann wäre das ja so immer dabei. So, wisst ihr, ich meine, ich glaube, er meint vielleicht auch so ein bisschen so diesen düsteren, grungy, Playboy Cardi, ich bin vom Teufel besessen Look. Wisst ihr, wie ich meine? So dieses, so was auch Rick Owens gut macht oder auch Balenciaga gut macht, aber das jetzt so als all black, so Bro, weiß ich jetzt nicht. Wearing an all black outfit, and I feel like with fashion moving more towards your more cut, sew, and tailoring type of pieces, I think people are staying away from logos and colors as much. Und das ist auch so eine Geschichte. Das kann aber auch wieder persönliche Wahrnehmung sein. Ihr wisst, ich war immer sehr gegen Prints. Aber mittlerweile habe ich auch schon gesagt, ich bin momentan wieder so ein bisschen so am Prints-Rocken. Zum Beispiel der Hoodie auch. Ach, guck mal, vorne nichts, hinten sowas. Weiß ich so. Bestes Beispiel bin ich momentan sehr am Fühlen. Sehr, sehr. Animal style prints. And I feel like it's mostly leopard print. True. Also auch so dieses Leo-Prints bei Männern etc. Safe. A lot of staple pieces come out of these animal prints. Sehr Prints King, by the way, Dries. I think that category perfectly segues me into materials, and you'll see why. And the first material has got to be leather. So right when I talked about that all-black category, I feel like... Ja, gut. Aber auch jetzt auch. Auch ein Trend für diesen Herbst, sage ich jetzt einfach mal. Aber Leder, Freunde, Leder ist jetzt wirklich eine Sache. Die hat sich vor 2-3 Jahren so richtig manifestiert und etabliert und die wird auch nicht mehr weggehen. Also, Freunde, Lederpants, so, klar, also, das ist so, wisst ihr, ich meine? So, das ist auch nichts mehr so Spezielles, sag ich jetzt einfach mal. So vor einem Jahr, 2 Jahren, wenn du eine Lederhose getragen hast, so, oh, was ist das denn? Aber mittlerweile sind die so, ja, okay, gut, halt eine Lederpants. Finde ich aber immer noch ein nicer Look. Ich finde auch sehr nice, wenn man Leder macht. Aber dann nicht schwarz, kann auch crazy kommen. Leather is definitely one of those statement pieces. You'll definitely see it in pants, you'll see it in coats and... Ja, warte mal kurz, ist das nicht... Bin ich gerade lost oder ist das dieser Lonely, den wir uns letztes Mal angeguckt haben? Kann sein, dass ich lost bin. Ich erinnere mich sehr gerade crazy daran. Jackets and you'll also see it in... Ist ja das? Krass, wie gut ich mir das Gesicht gemerkt habe. And I think contrasting from leather, you also have all denim. So the same way you would see a lot of people wear all leather outfits, I think you would see them wear all denim outfits. Ja, hier haben wir auch bei Diesel gesehen zum Beispiel. Und dass man auch Denim, also verschiedene Denim-Töne, jetzt miteinander kombiniert. Das war ja immer so, man weiß nicht, kann man das machen kann. Und zum Beispiel hier rechts sehen wir es auch, so ein helles Denim mit so dunklem Denim. Jetzt auch sehr am Start. As well. In addition to those materials, you also have your shirlings and your furs. Wilder Schuh. Now, this is typically gonna be... Wilder Schuh. Hier mit einer Bottega-Pants kombiniert, würde ich so nicht rocken, tatsächlich. Ja? ...be seen in jackets, coats, and or statement pieces when it comes to fur and stuff like that, which perfectly segues me into the next topic, which is gonna be tops. And shirling jackets is definitely one of those. I've seen different variations of shirling jackets and different colors. Shirling auch, Freunde. Glaubt es mir, eine Shirlingjacke ist eine Investition wert. Kauft ihr euch einmal, dann habt ihr sie euer ganzes Leben, wenn es gut läuft. Aber eine rote will ich mir jetzt nicht holen, to be honest. Macht braun, macht schwarz, so irgendwie sowas. And dyes as well, which is pretty wild, but I think it adds a new look to... Plus, das Problem ist halt, die sind halt kackenteuer, ne? The original... Also gerade, weiß nicht, meine Favorite Shirling sind immer noch die von Agne und die kosten halt dann 2-3 Kilo oder so. Ciao, feier. Right under that we got your down jackets or puffer jackets, if you will. And I feel like this is definitely a fall winter staple. More so for the winter season, but I have seen different variations of puffers when it comes to like... Gut, Puffer Trend ist der am Start ist. Haben wir jetzt auch alle schon mitgekriegt. Maybe a scarf or a sleeveless puffer jacket. There's just been so many different variations that you can kind of play with whatever season you would like it to be in. And I think what also typically runs in the tops category has got to be Gore-Core. Now, mind you, you can have some like tech wear or technology in your pants, but... Yeah,
Okay, diese Arteryx-Salomon-Geschichte. But moving on from tops, we also have bottoms. And I feel like I briefly talked about the wide leg baggy trend. And I feel like other than that, you also have a few trends which include skirts over pants. Now, we had this kind of brief era where it was accepted for men to wear skirts. And I think now... Ja. Guter Punkt. Also Röcke bei Männern. Und ich sag jetzt nicht so dieses auf, ich bin Dudelsack-Spieler und weißt du, man sieht so, weiß ich, meine weißen Schienbeine, sondern wirklich, du hast eine weite Hose an, einen Boot darauf und die layerst du einfach oder das wird gelayert von einem Rock. Und das ist eine Sache, die haben wir Ende letzten Jahres schon gesehen. Da war man so, okay, was ist das, bla bla. Aber mittlerweile sehe ich es immer öfter. Und ja, Chat, ich habe tatsächlich auch mir, aber schon länger, jetzt auch wirklich schon vor einem Jahr oder so, mir so einen Plissé-Rock gekauft. Ich hatte das, bin ich echt so, habe ich jetzt noch nie so, also ich habe es schon mal angehabt, aber jetzt nicht so, weiß ich, für einen Fit oder so gemacht. Aber kann sehr, sehr knackig kommen. Sehr, sehr knackig. Plus ist auch eine Geschichte, kostet kaum Geld. Jetzt, no joke, geht in die Frauenabteilung, guckt da nach einem Plissé-Rock oder was auch immer und du kannst so ein bisschen experimentieren. Das ist jetzt nichts, wo du irgendwie, keine Ahnung, 500 Euro für ausgeben musst. Kannst du natürlich auch, aber deswegen, vielleicht sogar bis jetzt sogar der beste Trend, so den ich hier in dem Video sehe. Taking it to the next level and kind of layering it in a cool way, which actually... Ja, hier genau diese Röcke meine ich. Das sind diese Plissé-Röcke. Looks more hier auch. Or masculine, in my opinion, if you're one of those people who think that skirts are feminine, I think that this would be a cool take to. Ja, so? Es ist natürlich auch eine Wave, so? Ne? Aber da, so keine Ahnung, ich glaube, bevor man das rockt, muss man das erst mal vielleicht so. Weil das ist schon so mutig. So, aber. Wenn du das mit einer Hose layerst, so, dann fällt vielleicht gar nicht auf so einen auf den, weißt du, ich meine? To kind of intro you into wearing a skirt, if that's what you're thinking about wearing. I think I've seen a lot of dope outfits being pulled off with these, and I think the combo just doesn't even look like a skirt anymore. It just looks like an extra layer or extension from your top. Es kann wirklich, so wie hier zum Beispiel, es kann legit wie einen Mantel darunter einfach aussehen. Wisst ihr, ich meine? But moving on from the bottoms, you have to complement that with your footwear. And I feel like some of the most trendy footwear for this season has to be New Balances. And I feel like they just have had some very staple colorways and collaborations that have really... Das hatten wir auch schon thematisiert. Wir hatten schon mal so ein Trendvideo angeguckt. Ich glaube, von Costa William, kann das sein? Ich glaube schon. Ja, ich finde New Balance ist... Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es so bei mir ist, aber das so für mich, ich will nicht sagen, ob es das schon gelutscht ist, aber so gefühlt, so für mich ist das eher so ein Downfall-Ding als so ein Upcome-Ding, wisst ihr, ich meine? Vielleicht habe ich da auch so ein anderes Gefühl dafür, weil ich weiß noch, letzten Sommer, also nicht vergangenen, sondern davor den Sommer, habe ich halt meine New Balance 2002 Day-In, Day-Out gerockt. Vielleicht habe ich da einfach so eine Überdosis gekriegt. Catapulted them into being. Genau die Linken, die wir hier gerade sehen. A trend for this season. Now, I think it is not dying off, but is becoming kind of like more of a staple, kind of like how I explained Rick Owens, but you just seen a bunch of different collaborations, like the Basement Approved colorway, you have your ALD colorways, and you also have your Down collaboration. And speaking of, I feel like that's a perfect transition into ASICS, as it kind of relates in that same... Ja, gut. Das geht ja auch mit diesem Balenciaga-Trend rein, weil Balenciaga viele Schuhe davon inspiriert. But being a completely different shoe and take. Now, I feel like Sambas have exploded and they have been like the go-to combination right under the parachute pants. So I feel like a lot of people that I've seen wearing. Ist auch schon eine Geschichte, die ist eigentlich schon wieder weg, so trendmäßig gesehen. Keine Ahnung, ich glaube, wann war das? Vor 2 Jahren oder einem Jahr? Hat Kanye die, glaube ich, mal, oder nee, Jerry Lorenzo war es, glaube ich, die wieder so back gebracht. Those, I also seen them wearing Sambas. It almost became like a starter kit for that look. But I feel like if you're interested in Sambas, you should probably also know about the Adidas Gazelles, which became pretty popular with like the... Ah, okay, ja, da, ja. Die Collab wurde auch ziemlich stark gehypt und haben uns ja auch angeguckt und wir wurden sehr positiv überrascht von der Collab. Adidas und Gucci war eher
einen W als ein L. We've definitely seen a ton of different mules. We've definitely seen a ton of different One Piece silhouettes that have just been a huge trend in this upcoming season. Ja, gut. Für den Frühling, also eher für Frühling, Sommer, aber anstatt jetzt hier für den Winter. And I feel like the one that doesn't really need to be spoken for is gonna be Boots, so I'm not gonna cover it. But deswegen, Freunde, kommt das Boots-Video am Sonntag online auf meinem Hauptkanal, ihr wisst Bescheid. Da werdet ihr meine gesamte Boots-Kollektion sehen. Ein bisschen was über Boots erzählen, auch so ein paar Randinformationen. Wichtig. Actually, we have accessories and I feel like these are the least important of the rest of the trends, but I have kind of seen some trends when it comes to accessories. Wilde Brille hier, by the way. Oh mein Gott. Oh, fur hats. So I feel like I've seen so many people have their own variations of a furry hat, whether it be some sort of bucket hat or one of those kind of like Russian type hats. I'm not actually sure what the specific name of those hats are, but y'all kind of know what I'm talking about. And if it's not that exact hat, it's those hats with that same type. Ja, also so Fellhüte und so ein Quatsch. War auch schon da. Ist auch eher. And then lastly, I think you have novelty bags. And I feel like this has been more so in the women's category. But I have seen some men wear. Generell finde ich auch, dass Taschen eigentlich nicht mehr wegzudenken sind aus dieser Menswear-Geschichte. Und auch immer wieder. Ja, präsenter ist und auch ein Outfit einfach nochmal so nice einen Hint geben kann. Nice zum Abrunden, nochmal vielleicht ein Farbhint. Einfach auch ein sehr praktisches Ding, wisst ihr, ich meine? Ein paar Sachen drin verstauen, super nice. Different type of bags that look like something else. Like, I'll put up pictures, yeah, so you guys can kind of see examples. Ja, wie ich gesagt, es ist immer extravaganter, es wird immer verrückter. Talking about, but definitely have seen that in the accessories category. But that is pretty much it for the fall fashion. Okay, sehr gutes Video. Gutes Video, hat mir getaugt. Ich sag ehrlich, favorite Trend für mich war dieses Rock, diese Rockgeschichte. Gut, dass das mit einbezogen würde. Ja, sehr nice. Tobt euch da aus. Wie gesagt, Trends. Scheiß auf Trends, keiner muss Trends machen, keiner muss sie jagen, keiner muss sie mitmachen, aber es ist halt immer nice to know oder nice to see, deswegen, gutes Video.